So, es sind fast alle Gruppen aus dem Parcours zurück. Wir haben die Arena angerichtet fürs Finale. 4 Schießlinien auf eine Scheibe Bunnies von 15, 19, 23, 27, 31 Meter. Es gibt den Bonusring, der 10 Punkte gibt und die besten 5 der Herren und Altersklasse schießen gleich noch das Finale aus. Pünktlich kommt die Sonne raus. Es wird sofort warm, der Schnee ist jetzt weg. Freuen wir uns auf ein paar spannende Finalminuten. Finale, Altersklasse Herren. Auf Bunnies, 15 Meter geht's los. Bonusring zählt 10. Ja, ja, alles gut. Wir können. Wir können. Wie gesagt, der rote Punkt zählt 10, X zählt 6, weiß 5, also dann 4, 3. Und jetzt wird es spannend. Die alten Herren, die waren schon ganz gallig, die wollten an die Schießlinie, bevor es überhaupt losging. Und wir sind gespannt, wer auf den roten Punkt geht. Okay, okay, okay. Also es wird doch Risiko gegangen, selbst von einem Schützen auf Platz 1. Ja. Die 3 haben versucht, den roten zu treffen, 2 sind auf Sicherheit gegangen. Ja, in Ordnung. So, jetzt habt ihr 19 Meter, ne? 4 Meter weiter. Dürft auch gerne nochmal nachmessen, wenn ihr das wollt. Knapp, ey. Ja. 5 für Joachim. Schein knapp weg. Jawohl. Ihr dürft applaudieren da. Uhu, die erste 10. Hey. Was? Kannst ja gleich nochmal zurückgehen, aber die gucken ja zu zweit. Was? Die gucken zu zweit. So, zweite Runde. Zweite Runde geht los hier. Sind wir jetzt bei 19 Meter. Bei 19 Meter angelangt. Schauen wir mal, wie die zweite Runde abschneidet. Die erste 10 ist ja gefallen. Ja, also ich hätte jetzt erwartet, dass mehr auf dem 10er gehen von vorne. 3 von 5? Ja, also ich hätte jetzt mal gesagt. Ist ja auch eine Methode, ne? Also Sicherheit gehen, 5 mal die 5 oder eine 6, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber du machst halt, du kannst 50 Punkte gut machen. Ja, natürlich, das ist richtig. Oder verlieren. Oder verlieren. Natürlich. Okay, es wird jetzt auch schon auf den 5er spannend. Ja. Ja, ist jetzt nicht gesagt, dass. Ah, guck mal, Andreas versucht es. Ja gut, Andreas liegt an 5, der hat nichts zu verlieren, ne? Das stimmt. Der kann voll reinhalten. Ist ganz egal. Ganz egal. Hey, muss ich da den Applaus nachspielen in der Post-Production? So, dann wäre jetzt hier 23 Meter. Was hast du für einen? Den, ist der gleich? Ist der gleich? Hier. Du kriegst den. Grüß dich. Ach, der ist mal. Dann haben wir den Jakob Heide. Heide, Ben. Dann haben wir den Stefan Bern. Auch Heide, Ben. Mach mal Stimmung hier ein bisschen. Den Joachim Kursis. Gönnt dem alten Mann an den Punktentafeln ein bisschen Zeit. Das Nummern-Girl kommt nicht hinterher. Genau, da fehlt auch irgendwie das Tütü. Das war jetzt der Viertel, der Joachim Bulsis, 1,6. Und das kann nicht sein, der hat vorher. Doch, der hat vorher 705 gehabt. Alle dabei. Okay, dann sind wir bereit für die dritte Runde. Ich habe schon vor Jahren schon mal gesagt. Runde 3 geht los.
für die müssen schnell und stark sein. Ja. Ich bin wirklich nervös. Es ist aber hier knappes Ding. Eine Viertel vielleicht? Rest Vierer? Haut sich keiner mehr so. Ah doch, Andreas geht noch auf den Fünfer, auf den Roten. So. Jo, Pfeile. Gemacht. Alles gut. Ach, ein bisschen langsamer mit Anzeige. Das ist schichtig aber, ne? Das ist schichtig. Orange mit Pink, das geht nicht. Echt? Ja, das geht nicht. Wie sehen denn die Punktewertungen aus da? Wir haben also, der Erste führt mit 6 Punkten vom Zweiten, dann haben wir 7 Punkte Abstand. Und wir haben 4 Punkte Abstand zwischen 3 und 4. Und dann kommen noch mal Ingo und zählen. Ja, 6 Punkte, 4 Punkte, 7 Punkte, 6 Punkte Abstand. Also da kann sich jetzt auf den letzten beiden Linien noch was ändern. Also ich traue den Fünfen da. Ja, auf jeden Fall. 27 Meter Bunnies. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal geschossen hat. Wir haben da jetzt auf jeden Fall eine Premiere. Im Parcours hatten wir 22 Meter. Oh, einer geht wirklich auf den Zehner. Das ist richtig. Wow. Bahn 2 hat mindestens einen Fünfer. Und ein X könnte auf Bahn 3 sein. So wie das aussieht, super Ergebnisse. Ihr dürft klatschen, macht die Hände warm. Bogenschützen, ehrlich. Die klatschen einfach nicht. Ja, und wenn du kalte Finger hast, dann macht das warm. Bitte schön. Eine 4. Also eine 4 Bunnies auf 27 Meter ist schon super. Ich glaube nicht, dass sich da irgendeiner beschweren darf. Die Ergebnisse halten das ganz gut? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die Abstände schwanken mal ein bisschen, mal mehr, mal weniger. Jetzt sind 1 und 2 auf 4 Punkte zusammengerutscht. Ansonsten sind jetzt. Ich glaube, da wird sich nicht mehr viel ändern. Man muss aber auch sagen, jetzt ist es richtig klein. Und jetzt ist es wirklich richtig klein. War schon die zwei Schüsse davor, fing schon an, richtig klein zu werden. Aber ja, und ich hab gerade mal an der 31-Meter-Linie gestanden. Das war. Warum hast man da jetzt hier die gelben Kerne, dann hat man die weißen Punkte, du hast dann den weißen Strichcode und du hast dann die roten Punkte dabei. Das ist schon ein Gewusel an Farben dahinter. Das da vorne zu finden, das ist ordentlich. Ja. Noch eine 4. Aber der ging auf die 10. Das soll eine 5 sein und noch eine 5. Jawohl. Nicht schlecht. Da nochmal die 4 zu treffen, ist auch schon Respekt. 93 Meter. Sehr, sehr smart. Sehr, sehr smart. So, Jungs, einmal hier für das Video in einem Wort. Wie war's? Ja. Sehr geil. Anstrengend. Sehr geil. Sehr geil. Turnier, Christian, perfekt. Anstrengend und geil. Anstrengend und geil. Sehr geil. Das ist anstrengend. Alle finden es anstrengend und geil, das ist doch mal eine Aussage. War mein erstes, ne? Ja, ist doch super. Das erste Volcano, das erste Mal mit dem harten Finale und auch noch gewonnen. Glückwunsch.
Zumindest haben wir alle drin. Fünfmal alle drin? Fünfmal alle drin. Ich muss ja schon sagen, also von der hintersten Entfernung hier bei euch, 31 Meter, überhaupt den weißen Fleck da zu sehen, ist ja schon enorm. Ja, ich fange auf den roten an, weil ich ja die am besten sehen kann. Genau, Hammer. Was sie machen, können wir vielleicht ohne Witze zu machen, dass ich vielleicht auch erst auf den roten hätte. Aber das wäre auch der Kommentar von allen war anstrengend und geil. Anstrengend und geil. Ja, das freut mich doch. Klar, jetzt gibt es erstmal so ein paar Anlaufschwierigkeiten mit dem System, aber wenn die sagen, anspruchsvoll und geil ist, ja, ist doch schon gut. 7,54 der erste. Hä? Oh, Probleme beim... Ja, damit haben wir das amtliche Endergebnis, was ihr hier seht. Bernd Peters, eine 7,54. Der Johannes Heinrich, eine 7,51. Der Stefan Bär, 7,44. Der Joachim Böse ist mit 7,37. Und Andreas Schwanz mit 7,30. Sehr schön. Das war jetzt der Probelauf von den alten Herren und ich denke mal, es geht gleich weiter. So, Regeln sind bekannt, ihr wisst, wo ihr steht. Nee. Links ist links. Der die meisten Punkte hat, rechts ist der die wenigsten Punkte hat. Bekannte Bunnies. Ja, es gibt hier noch ein paar Anlaufschwierigkeiten mit dem neuen System, aber das wird schon. Nein. Ihr müsst nur noch fünfmal schießen, das ist alles gut. Ja, die sind ein bisschen doof, du stehst davor und es muss schnell dabei gehen. Und, ja. Wow, aber das ist so mal eng, ne? Zwei. Hat zwei Punkte Vorsprung vor dem ne? Dritten und vierten. Ergebnisse stimmen. Und die ist Nummer 5 ist auch in Schlagweite. Yippie! Ergebnisse sind Christian, da, das ist spannend. Was sagst du dazu? Das ist doch mal eine Ansage, oder? Ich sag mal, Dirk ist weit, weit weg. Aber 2 und 3? Jetzt werden wir mal sehen. 2 bis 4? Ja. Eigentlich müssten jetzt alle 4 auf den roten gehen. Alle 5? Ja. Dirk muss es nicht, aber. Dirk muss es nicht, aber. Jawohl. Ja, jawohl. Zwei rote gefallen. Nee. Ja, der ist knapp. Ich würde sagen, der ist raus. Der ist drin, mittendrin. Dirk lässt nichts anbrennen. Und jetzt der letzte. Oh, auch knappes Ding. Knappes Ding. Jungs, ihr macht es aber auch echt spannend. Sauber. Sehr super. Schön. Ah, volles Risiko gegangen, aber hey, Respekt dafür. Ja, auch auf 15 Meter ist der Bonusspot nicht einfach, ne? Der Kontrast ist nicht so hoch. Ja, eben. Rot auf Schwarz ist nicht so schön zu erkennen. Nein, das macht es nicht unbedingt einfacher. Definitiv. Scheiße, hab ich viel Geld in der Hand. Und du kannst das jetzt so verschleudern. Jetzt alles ist übrig. Ja. Thank you.
Leistung. Könnte ein roter angekratzt sein, der erste Pfeil direkt. Der zweite, oh, auch sehr knapp am roten. Dritte ist raus. Die sollte auch im roten sein. Okay. Und eine 5. Dirk bringt eine 5 nach Hause. Ja, schön. Arnold. Ein 3. Hui. Bitte schön. Ja gut, Yannick hatte mir im Vorfeld Risiko versprochen. Er hat es gehalten. Über 4 weiter. 15, 19, 23. Alexander Wolfsmann. Eine Ball. Und der Welt mit eine 4. Ich muss ja ein bisschen dabei sagen, diese 4-Meter-Schritte sind recht ungewöhnlich. Ja gut, normalerweise nimmt man 5, ne? Ja. Aber wenn wir jetzt 5 genommen hätten, dann wären die schwimmen gegangen. Es ist richtig. Beziehungsweise los vielleicht im nächsten Jahr. Ja, beziehungsweise wir hätten es nach hinten raus nicht genug Platz für die Scheibe gehabt. Ja, klar. Und dann wären wir dabei bei 35 Meter auf Bunnies, ist dann doch ein bisschen arg. Also, es ist hart. Ja? Das 31 ist schon hart. 31 ist schon hart. Ich bin gespannt, was da gleich passiert. Ich bin gespannt, was jetzt passiert auf 23 Meter. Ja, 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 ja. Wir hatten ja im Parcours hatten wir 22 Meter Bunny stehen. Richtig, das war schon zum Training, ne? Ja. Jetzt 1 Meter mehr. Mhm. So. Wer geht auf den roten? Ah. Ja, könnte ein roter sein. Ja. 2 Fünfer. Noch eine 5. Und der letzte. Knapp raus. 4, wollte er den Fünfer haben. Ja. Ja. Tit, 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 tit. Bitte. Erste Wertung für Schmidtmann, eine 6. Was hast du denn? Bitte. So, 27. Eine 4. Und Sascha, eine 4. Alexander. Eine 10. Wow. Respekt. Mal sehen, was ich jetzt an der... Eine 5. Ja. Aber es bleibt eng, ne? Also Alex hat jetzt, ist erst zurückgefallen, jetzt hat er wieder aufgeholt. Und der... Der zweite ist eingeboost. Ja, der Yannick hat 2 eingeboost, ne? Und Alex hat sich wieder nach vorne geschossen, auf den dritten. Ja. Ja, aber Yannick hatte mir gesagt, er wollte Risiko gehen, zumindest bis bei den ersten beiden Entfernungen. Und kann man ja auch machen. Ja, jetzt hat er noch 2. Wenn er jetzt weiter Risiko geht, dann läuft er natürlich auch in Gefahr, noch zurückzufallen auf Platz 5. Ne? Das stimmt. Das wird jetzt interessant. Kommt natürlich auch, was Ben macht. 11 Ringe verlieren ist schon ein bisschen viel bei 2 Entfernungen. Ja, ja. Definitiv. So, schauen wir mal. Ja. Ah, oder war auf dem knapp. Ah, könnte. Ist drin? Vier. Vier. Und? Nee. Einer fehlt noch, 2. Yannick fehlt noch. Macht's echt spannend. Wow, volles Risiko. Könnte drin sein. Wow, er will es wirklich wissen. Ich finde es beeindruckend. Nee. Ja, einmal abgesetzt. Nicht schlecht, Respekt. Ja, bei der zweiten Entfernung habe ich mal eben 2 Meter zu viel gesetzt. Oder der hat nicht. Wir sehen es doch gleich an, Alex. Also machst du Matsch auf dem Fernglas. Auf dem guten Fernglas hast du Matsch drauf, das kann doch nicht sein. Danke. Bitte. So, letzte Entfernung, 31. Nochmal alles geben. Gut, dass du mir jetzt sagst. Ich hab
immer noch für einen Spaß zu haben, die Jungs. Echt? Ja, das ist doch gut. Machen wir gleich noch die Abmoderation, ne? Oh, 2-3, richtig knapp, ein Ring jeweils. Boah. Also das ist ja jetzt Wimpernschlag. Der letzte Schuss, der entscheidet jetzt alles. Der letzte entscheidet das zwischen 2 und 4. Boah, spannender geht's eigentlich nicht mehr. Sehr spannend. Boah, ich möchte da jetzt nicht stehen. Oder doch? Klar. Natürlich. Jetzt sind wir gespannt. Jannik und Rascha lassen sich Zeit, ne? Boah, wird riskiert mal viel. Oh, fast alles Vierer, oder? Ja, sieht fast so aus. Das ist jetzt richtig klein, richtig klein. Jannik lässt sich extrem viel Zeit. Wenn er die Zeit braucht, ist okay. Ja? Soll die Zeit auch nehmen. Ja, natürlich. Aber er hat abgewartet, bis die ersten weg sind, ne? Also ein bisschen Pokerface. Voll okay. Auf 4 für den Sascha. Und jetzt kommt es darauf an, was Jannik macht. Also der Fünfer ist ein bisschen größer wie der Bonusring, wie der rote. Das sieht man einfach sehr schön nicht mehr. Auf die 5. Auf die 5. Sehr schön. Schön souverän. Souverän. Nicht schlecht, Jungs. Scheiße, der letzte, Alter. Das wäre geil gewesen, ey. Ich auch. Das Problem ist, ich hab schon mehr eingestellt. Sorry. Dankeschön. Ich hab schon immer mehr eingestellt. Wow. Eine 5 bei den Bunnies auf 31 Meter. Guck, richtig klein, ne? Ja. So, wie war es so? Das erste Finale in dem Modus? Sehr gut. Ich auch. Ich hab da auch noch was. Ja, hast du getroffen. Ihr fand's auch gut? Ja, war cool. Ja. Der rote Punkt müsste ein bisschen größer sein bei den Distanzen. Ja. Das sieht man kaum noch, ne? Hey, super gut. Also, wenn du guckst, wo meiner steckt, ist so viel. 2 Millimeter oder? Ja, ich weiß. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart beim Volcano Field Masters 2022. Ihr wart super, hat riesen Spaß gemacht und ich hoffe, ich sehe euch alle im nächsten Jahr wieder. Applaus! Alles vorbereitet und ich denke, wir können gleich in die Vollen gehen. Viel Spaß beim Finale.